Hallo. Zuerst möchte ich uns allen gratulieren, und zwar zu unserer Leistung bei der globalen Friedensmahnwache. Wir haben das zählenartig organisiert und es haben sehr viele ihren Beitrag geleistet und darum hat es wirklich super funktioniert. Und unsere Gäste, besonders die Deutschen, aber auch die aus den Bundesländern, die waren sehr angetan von unserer Organisation. Ja, das ist ein Deutscher zu mir gekommen: Ihr seid ein gutes Team! Ihr seid ein gutes Team hier! Ihr seid ein gutes Team! Auf jeden Fall, denen hat das gefallen und es ist uns gelungen, dass wir da eine gute Stimmung erzeugen und auch sehr gute Informationen weitergegeben haben. Also wir haben da durchaus einen weltweiten Impuls aus Wien abgegeben, einen Friedensimpuls, einen konstruktiven Friedensimpuls und haben da Wiener Visionen praktisch in die Welt ausgesendet. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist das: Wir haben jetzt Weihnachten vor der Tür und da dürfen uns ja alle was wünschen. Und ich wünsche mir jetzt vom Christkind oder wem auch immer, wer uns das erledigen kann und die Macht hat, das zu erledigen, warum nehmen wir nicht Weihnachten her, dass wir zu Weihnachten eine neue Geburt machen, ein neues Finanzsystem. Ein neues Finanzsystem zu Weihnachten für die Menschheit. Ich wünsche mir ein neues gerechtes Finanzsystem zu Weihnachten. Das soll das Geschenk sein. Wer auch immer uns das geben kann, ob das die Hochfinanz ist, der Rothschild persönlich und ich weiß nicht wer, oder der Großmeister der Großloge oder irgendwer. Ja, ich weiß nicht, wer uns das schenken kann, aber irgendeiner kann das vielleicht oder eine Gruppe kann das und damit könnten wir Entspannung in das ganze Klima hineinbringen. Ja, es ist genug da für alle, das wissen wir. Und dieses Finanzsystem, das war nicht gerecht. Da wurden Leute eigentlich betrogen, sehr viele Leute betrogen. Ja? Und wir können das ändern, indem wir es einfach ändern, dieses System. Und da sagen wir Schwamm drüber. Und das, was da verteilt worden ist, ungerecht. Ja? Das geben wir den Menschen einfach wieder zurück. Ja? Wir geben das den Menschen einfach wieder zurück. Wir machen Umbuchungen. Und so können wir ermöglichen, dass jeder dort, wo er ist, ein menschenswürdiges Leben haben kann. Und dann brauchen wir auch diejenigen, die keine Angst haben, die da jahrzehntelang so ein kriminelles System aufrechterhalten haben. Wir machen Paradies für alle jetzt, warum nicht zu Weihnachten? Ja. Und wenn es zu Weihnachten nicht geht, dann nächster Tag X ist Silvester und so weiter und 1. Mai, bis es endlich stattfindet. Ja. Der Countdown läuft. Bis das System umgestellt wird, ja. Paradies für alle, und zwar jetzt, ja. Sofort. Ja, ja. Also. Ja, na, wenn wir das umverteilen, dann ist das Geld keine Frage mehr. Ja, dann ist das Geld keine Frage mehr, dann fragen wir uns nur mehr, was können wir beitragen an unseren Fähigkeiten, an unserem Potenzial für die Gemeinschaft. Ja, das ist die einzige Frage. Ja. Und es geht um Gemeinschaft und damit wir alle zusammenkommen, ist es wichtig, dass wir gemeinsam aktiv sind und halt Widerstand leisten oder Aufklärung leisten und Transformationsarbeit leisten. Und wir sollten uns aber näher kommen, wir sind uns eh schon näher gekommen, was wollen wir, rücken wir immer näher zusammen und wir sind ja ein Häufchen der Aufrechten. Und ich will euch aber jetzt einladen, ich bin von der Akademie wieder, wir betreiben da in Meidling schon seit längerer Zeit den Internationalen Friedenssalon und wir haben eine Feier am 17. Dezember, eine große Geburtstagsfeier, Akademie wieder Geburtstagsfeier und das machen wir im Café Leopoldi in der Ruckergasse 52. Da haben wir auch noch der globalen Friedensmahnwache. Am nächsten Tag haben wir dort auch eine internationale Veranstaltung gemacht, die gut besucht war. Besonders die Innsbrucker waren dort, die Innsbrucker Mahnwache und Deutsche erhoffen. Und dort wollen wir dann auch, wir überlegen uns, welcher Tag der beste ist, wahrscheinlich wird es ein Mittwoch werden, regelmäßig da jeden Mittwoch dann Friedenssalon machen, schon am Nachmittag oder vielleicht schon zum Mittag an, je nachdem, wie das gewünscht wird, dass wir uns dann einmal in der Woche alle Friedensbewegten treffen können im Internationalen Friedenssalon in Meidling und konkrete Friedensarbeit dort leisten können und irgendwelche Projekte initiieren oder uns halt was einfallen lassen. Ja, aber auch mit Kunst und Kultur uns ein bisschen aufheitern und uns abzulenken und auch positive Gedanken zu bringen und vielleicht mit positiven Mitteln Informationen weiterzugeben. Ja? Also da haben wir am 19. eine Feier, ja? Dann wäre am 20. für alle Eltern oder Kinder oder welche, die ihre Kinder nicht sehen können, macht der Luca-Verein, der Kinderschutzverein Luca, macht den Favoriten um 16 Uhr, wer das genauer wissen will, kommt zu mir, eine Weihnachtsfeier für Eltern, die was an ihre Kinder weggenommen haben oder Rumpffamilien, die nicht wissen, wie es feiern sollen. Und da hat
der Fanclub von Austria Wien sponsert das und die haben auch Geschenke, Kleidung und Spülsachen für die Kinder vorbereitet. Also vor, wenn ihr jemanden kennt, der irgendeine Unterstützung brauchen tät und diese Weihnachtsfeier gut tun tät, da ist ein Buffet und so weiter und auch künstlerische Sachen, dann ist jeder herzlich eingeladen. Verein Luca schaut im Internet, da ist eine Einladung drinnen. Ja, und wir haben auch geplant, jetzt vom Internationalen Friedenssalon, dass wir am 24. auch im Café Leopoldi eine Weihnachtsfeier machen für die große Familie. Also alle, die was vielleicht daheim einen Stress haben oder einfach Lust haben, sind dort eingeladen und wir dann da künstlerisch und wir feiern uns, ja, zu Weihnachten. Warum nicht auch zu Weihnachten? Und vielleicht kriegen wir wirklich die große Bescherung und wir kriegen zu Weihnachten vom Christkind, vielleicht sogar vom Weihnachtsmann, ja, kriegen wir das neue Finanzsystem für die neue Welt, für die neue, gerechte, menschenwürdige Welt. Danke, Halleluja. Ich habe da Einladungen, ich habe es zum Teil schon verteilt. Also wer vielleicht Zeit oder Lust hat, ich habe Einladungen, das soll zu mir kommen, damit er die Adresse hat, ja, vom Leopold. Gut, danke.